Welcome to Saint-Tropez. Heute möchte ich auch hier ein schönes Landschaftsbild machen und hier ist mir ganz klar, ich muss hier das erste oder das letzte Licht am Tag nutzen, um hier wirklich ein vernünftiges Bild hinzukriegen. So, das letzte Licht, da wird es richtig schwer. Am Abend ist Saint-Tropez voller Menschen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Touristen sich hier durch die Innenstadt oder durch dieses kleine Dörfchen, sage ich mal, durchdrängeln und durchschieben. Also bin ich jetzt früh am Morgen da, stehe kurz vor Sonnenaufgang, gleich neben dem Hafen. Und jetzt habe ich hier neben dem Hafen so eine ganz kleine Badebucht, wenn man es so nennen will, entdeckt, die noch jetzt wirklich menschenleer ist, bis auf ein verliebtes Pärchen, die da mit einer Kerze schön da sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Aber das ist, glaube ich, hier ein ganz, ganz gutes Fotomotiv. Also hier von der Bucht aus auf diese gelben Häuser drauf zu fotografieren. Ich werde auch eine Langzeitbelichtung wahrscheinlich anfertigen. Und mit dem ersten Licht, wenn jetzt die Sonne da hinten aufgeht, dieses Bild machen. Und dann habe ich zumindest ein einziges Urlaubsfoto aus Saint-Tropez. Vielleicht kriege ich noch ein zweites hin, aber da bin ich mir nicht so sicher. Meine Stimme ist fast weg, aber für dieses kurze Video wird es hier noch ausreichen. Ja, hier feiert man gern. Mir ist eben wichtig, diese gelb angestrahlten Häuser da im Hintergrund mit aufzunehmen. Der Turm muss zu sehen sein. Und vielleicht noch ein kleines bisschen was von der Badebucht. Jetzt gehe ich mal ganz vor an die Kante und schau mal, ob es hier mit dem Vordergrund auch irgendwie hinhaut. Müssen wir aber sehen. Ist schon fast malerisch. Ja? Also wirklich, wenn ich ein Maler wäre, würde ich mich jetzt hier hinstellen und diese Bucht abzeichnen. Bin da keiner, ich male mit Licht, mache hier einfach nur ein Foto. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen hier tagsüber sind. Das ist der Wahnsinn. Auch hier, wenn man am Wasser fotografiert, ist es wirklich ratsam, den Rucksack immer zuzumachen. Hier ist eine super hohe Luftfeuchtigkeit. Und wieso ist, wenn ich erstmal nach einer Bildkomposition suche, dann mache ich das Ganze erstmal ohne Stativ, suche mir meine Brennweite aus. Und halt erstmal mit der Kamera aus der Hand drauf, um hier irgendein schönes Motiv zu finden. Gut, also hier gäbe es jetzt für mich zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, ein bisschen dran zu zoomen, so circa 35 mm, dass man nur das Wasser und die gelben Häuser im Hintergrund sieht. Da hat man so das Gefühl des Bildes von einem Boot gemacht. Das wäre Bild Nummer 1, relativ easy. Und das zweite Bild wäre hier mit ein bisschen Vordergrund, dass man einfach auch sieht, wo steht der Fotograf, wie sieht die Bucht hier aus. Also das zwei Bilder, bin tatsächlich auch gespannt, welches besser wirkt. Und ich brauche jetzt auch gar nicht das Sonnenlicht. Die geht in 5-6 Minuten auf, vielleicht schaffe ich es auch vorher schon, das einfach ohne Sonne zu machen. Weil die gelben Wände reflektieren das Licht jetzt schon ziemlich schön. Wichtig bei dem Bild ist mir auch, dass ich im RAW-Format fotografiere und die ISO erstmal auf 100 stelle. Im nächsten Schritt wähle ich mir die Blende aus. Da landen wir jetzt mal auf F10. Jetzt kann ich ohne Filter hier schon bestimmt eine Sekunde lang belichten, um hier schön ein schönes Bild hinzukriegen. Ja, ja, jetzt geht es halt an die Bildkomposition. Hier, wenn ich die Kamera ein bisschen drehe, es ist mir eigentlich wichtig, diese Häuserkanten nicht irgendwie komisch anzuschneiden. So könnte ich vielleicht mitleben. Wenn ich weitwinkliger gehe, ja, ist das eigentlich auch schon ganz, ganz nice. Hier schneide ich nämlich wirklich an der Kante des Hauses ab und habe hier nicht diese Steinmauer noch mit drauf und das Ufer. Das mache ich erst im zweiten Bild. Und so würde ich jetzt das allererste Bild machen, mit einer Sekunde Belichtung, ohne Filter, ohne irgendwas. Auf einer 10er Blende. Stellen wir jetzt noch den 2 Sekunden sind drin. Selbstauslöseverzögerung. Und im nächsten Schritt
macht es auch Sinn, hier automatisch zu fokussieren. Ich brauche hier keinen manuellen Fokus. Mein erstes Saint-Tropez-Bild nach einer Woche. Ich drehe jetzt mal hier einen Polfilter, um das Wasser so ein bisschen abzudunkeln. Fein. Und als nächstes kommt jetzt noch der ND64 rein. Ein Tausender brauche ich hier nicht, weil es eh noch so wenig Licht da ist. Und ich möchte bei der Belichtungszeit auf 5-6 Sekunden kommen. Das sollte mir ausreichen. Genau, jetzt habe ich hier den ND64 1.8. Es macht hier Sinn, vielleicht einfach nur ein ganz kleines Stückchen nach vorne zu gehen, ohne hier reinzufallen. Also was mich jetzt hier nervt, sind schon wieder die Stechmücken, das gibt's gar nicht, dass die sogar mehr so aggressiv hier sind. Wahnsinn. Gut, na, schön. Sonne lässt noch auf sich warten, aber ich mache das Bild jetzt trotzdem. Wähle jetzt hier eine 2.8er Blende, 8 Sekunden. Und ISO 100. Auch alles hier mit dieser 2 Sekunden Auslöseverzögerung, dass bloß nichts am Stativ verwackelt, wenn ich das Bild mache. Boom. Sau gut. Und ich habe sogar Glück, dass ein kleines bisschen Wolken da hinten zu sehen sind. Was brauchst du mehr hier in Saint-Tropez? Eine dritte Bildkomposition fällt mir auch noch ein, indem ich meine Kamera einfach nur um ein paar Grad nach rechts schwenken muss. Denn hier seht ihr im Hintergrund ist diese schöne Steinmauer, diese aufgereihten Steine, um die Bucht hier einfach zu schützen. Mir als Fotograf geben diese Steine aber auch so eine Art Führungslinie mitten ins Bild hinein. Und deswegen nehme ich diese Steinmauer jetzt mal als Steg her, stelle mich schön mittig hinter die Steinmauer, fotografiere recht weitwinklig hier auf 16 mm. Und habe diese schöne Wolkenformation jetzt gerade am Himmel. Sieht aus wie ein Bumerang und das möchte ich euch auch mitgeben. Beobachtet immer die Wolken. Macht Fotos, wenn Wolken am Himmel zu sehen sind. Die werten ein Bild unheimlich auf. Und bei so einem schönen Morgenlicht sowieso. Jetzt ist es natürlich ein bisschen heller geworden. Da darf ich jetzt an meiner Belichtungszeit ein bisschen drehen und an der Blende, dass das Bild wieder ausgewogen belichtet ist. Ich gehe dafür auch mal ins Histogramm, um reinzuschauen. Ich könnte sogar auf eine 4er Blende gehen. Da ist noch nichts ausgebrannt. Und ich fokussiere mal vorne. Hier auf die Steinmauer. Beziehungsweise vorne auf die Spitze des Steges oder auf die Spitze der Steine. Mache dieses Bild auch noch. Und schneide eben diese schönen Häuser auf der linken Seite auch noch mit an. Ich habe echt tatsächlich das Glück, dass hier keiner ist, dass hier in völliger Ruhe gerade fotografieren kann. Und hat sich das frühe Aufstehen schon wieder gelohnt, um hier 2-3 Bilder zu machen. Schauen, wie ist das Bild? Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tiefer würde ich jetzt mit der Kamera auch gar nicht gehen, weil das nimmt mir einfach so ein bisschen die Sicht. Ich bin immer noch in der gleichen Bucht am selben Spot und habe jetzt hier einen Spiegel an der Wand gefunden. Richtig schön. Und ich habe jetzt schon mal versucht, hier mit der Kamera hier so straight irgendwie rein zu fotografieren und irgendwie die Landschaft schön aufzunehmen, aber es hat nicht gescheit funktioniert. Ich finde einfach nicht den richtigen Winkel. Aber ein Spiegel eignet sich natürlich auch ziemlich geil, um was zum Spiegeln oder auch symmetrische Fotos irgendwie hinzukriegen. Und jetzt zeige ich euch mal einen Move, der gut funktioniert. Und zwar gehe ich mit der Kamera jetzt mal ganz nah an den Spiegel ran und versuche hier irgendwie eine Art Symmetrie oder ein künstlerisches Foto hinzukriegen.
und teile hier tatsächlich das Wasser durch den Spiegel und durch die Wand und fokussiere jetzt hier nicht in den Spiegel hinein, sondern rechts einfach aufs Wasser. Und versuche jetzt hier auch möglichst weitwinklig zu fotografieren, dass ich viel von dem Spiegel drauf kriege und ziemlich nah ran kann. Und ich möchte hier die Kante auch nicht anschneiden von dem Spiegel, dass man das Bild überhaupt nicht begreift und da länger als 2 Sekunden drauf guckt, weil das ist immer mein Ziel. Mir gelingt es hier tatsächlich, alles sehr, sehr mittig hier aufzubauen von der Bildgestaltung her. Das ist ein cooles Bild. 1,80er Belichtungszeit, 5er Blende, das passt. Aber das ist eine coole Bildidee. Viel, viel schöner wie diese üblichen Touri-Fotos hier, die man machen kann. Wow, da bin ich jetzt tatsächlich glücklich über dieses Bild, weil das ist hier ein Eichhornbild. Sau gut. Und mit diesem kurzen Video hier in Saint-Tropez verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit hier unten am Strand. Bye bye, euer Sibylle.